So, moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute möchten wir euch mal unsere Gilden ein bisschen besser vorstellen. Wir haben das vor ein paar Monaten schon mal gemacht. Wir werden ja mit dem Release von WoW Classic zwei Gilden gründen, einmal auf Vorder- und einmal auf Ali-Seite. Und wir haben quasi heute die Gildenleitung hier im Channel am Start. Die werden euch dann einmal die Ali-Gilde vorstellen, da werde ich auch ein paar Worte zu sagen. Und auch die Horde-Gilde natürlich. Und auch am Ende werden wir noch ein paar Worte dazu verlieren, was so das Besondere an unserem Konzept ist, weil wir quasi ja eine Community sind, die sich auf beide Fraktionen quasi ja, verbindet. Und wir werden quasi Community-Events zusammen machen, Open-World-Sachen und solche Geschichten. Und genau, ich würde sagen, Nox, der Leader von der Hordengilde, fängt einfach erstmal an mit ja, der Vorstellung von eurer Gilde und dem aktuellen Stand. Ja, super, Defiler, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier einmal auf das Thema Dust-Gilde genauer einzugehen. Zu dem Zeitpunkt einmal direkt der Hinweis und auch ein Dankeschön an die weiteren Mitglieder der Gildenorga, Dry Nation, Hofmania, Marcellos, Nice und Van Hirten, ohne die das sicherlich gar nicht da wäre, wo es heute ist. An der Stelle erstmal die Grüße. Ja, wie ist der aktuelle Stand bei der Dust-Gilde? Also wir haben momentan 80 Mitglieder und da sind wir auch ziemlich stolz drauf, dass wir da schon so ein breites Spektrum an Spielern bieten können. Mhm. Wir orientieren uns natürlich am PvE wie auch am PvP-Bereich, wo wir gemeinsam eine Atmosphäre schaffen wollen, in der sich jeder wohlfühlt, wo auch ein Schichtarbeiter wie ein ganz normaler Alltagsspieler mitmachen kann. Wir haben insgesamt jetzt eine relativ durchwachsene Klassenwahl, also von Druide, Jäger, Magier, Priester ist eigentlich alles noch offen. Das heißt, da wird noch nicht reglementiert. Da kann jeder sich bewerben mit jeder Klasse. Ja. Im PvE-Bereich setzen wir in der Loot-Verteilung auf eine Mischung aus DKP und Loot Council. Um das Ganze nicht allzu in die Länge zu ziehen, würde ich hier auch bitten, wer weitere Infos haben möchte, einfach die Leute im Discord zu kontaktieren, auf den Server zu kommen, die Leute anzuschreiben. Genau, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann könnt ihr dann vorbeischauen. Genau. Bei uns in der Gilde sind zwei Raid-Tage angesetzt, die halt erst wirklich dann entschieden werden, wenn man wirklich eine Masse an Leuten hat, um eine repräsentative Umfrage auch hinzubekommen, weil wir wissen nach wie vor noch nicht, wie viele am Ende bleiben. Deswegen haben wir so Entscheidungen einfach noch auf spätere Zeitpunkte vertagt. Wir haben eine richtig, richtig geile Community, eine richtig tolle Gilde. Und wir werden eigentlich so alles abdecken, was man sich im WoW-Bereich so vorstellen kann, aber casual. Also keine großartigen Hardcore-Raids, wo man beim First Try direkt alles erledigt haben muss. Keine 5 Raid-Tage die Woche, 2 Raid-Tage, vielleicht irgendwann mal 3. Also alles easy. Genau, also quasi keine Hardcore-Community, hier auch auf alle Seite auch nicht, genau. Ja, nochmal ganz wichtig die Betonung, weil ich denke mal, man kann von vornherein mit solchen Mythen aufräumen, nur weil man einen Plan hat, ein Konzept hat, eine Idee hat, die auch wirklich sehr durchdacht ist, bedeutet das nicht automatisch, dass man dann jetzt die Übergilde ist, die überall stehen will. Und das an der Stelle auf jeden Fall nochmal als Shoutout an die Zuschauer. Genau, cool, okay. Ja. Ich denke mal, wenn noch weitere Fragen sind, dann einfach auf den Discord kommen. Noch eine ganz wichtige Notiz am Rande. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich in unserer Gilde zu bewerben. Der Königsweg ist, sich das Google-Dokument aufzurufen, was man in der Videobeschreibung findet. An der Stelle nochmal der Punkt, das gilt alles nur für die Dust-Gilde. Es kann zu Abweichungen bei der Allianz-Gilde kommen. Also in Sachen Bewerbungen, der Königsweg, das Google-Dokument in der Beschreibung. Könnt ihr einfach so ein paar Fragen beantworten. Wir wissen von vornherein, wer ihr seid. Genau, verlinke ich auch unter dem Video. Genau, da könnt ihr auch schauen. Und die andere Alternative ist, einfach mal zum Quatschen in den Discord kommen und da mal ein bisschen vorsichtig vorzufühlen. Aber ja, ihr findet auf jeden Fall zu uns. Genau, vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle. Also wir benutzen quasi für beide Gilden einen Discord-Server. Das glaube ich auch relativ wichtig an der Stelle, ja, auch relativ einzigartig, glaube ich. Es wird nicht so viele Gilden geben, die überhaupt zu zweit eins benutzen werden und dann auch noch auf beiden Seiten, also auf Vorder- und auf Ali-Seite.
ist schon eine interessante Geschichte, finde ich, für den Server dann auch später. Und ermöglicht uns einfach viele Dinge, ne? Genau, also explizit auf die Vorteile von einer solchen Community nochmal hinzuweisen, ist natürlich total richtig. Wir können gemeinsame PvE wie auch PvP-Aktivitäten planen, Duellturniere mit Eintrittsgeldern, Winner genau. takes it all, 1500 Gold für den ersten Platz. Nein, aber so in die Richtung natürlich, ja, natürlich. Kann man ja mal irgendwann was organisieren und das sind einfach geile Geschichten, geile Ideen, tolle Leute. Genau. Und deswegen jetzt vielleicht müssen, auch an der Stelle. Genau, uns geht es einfach darum, dass wir auch quasi in WoW Classic eine Community haben wollen, wo wir auch vielleicht auch mal RP-Events machen können. Heute findet zum Beispiel schon ein Gnomen-Rennen statt. Zwar noch nicht auf den offiziellen Servern, aber solche Geschichten finde ich auch einfach geil in WoW Classic und da werden wir auf jeden Fall viel bieten. Genau. Gut, Nox, gibt es sonst noch eine Sache? Sonst würden wir mit der Ali-Gilde weitermachen. Nein, an der Stelle trotzdem nochmal das dicke Danke an dich, an Dark Califax, an die Leitungspersönlichkeiten der Allianz-Gilde, an die ganzen Leute, die hier mitarbeiten, die auch keinen Rang haben und trotzdem Vollgas geben. Danke, danke, danke. Genau. Ja, sehr schön. Genau, dann würde ich mal mit der Ali-Gilde weitermachen. Also vorab möchte ich schon mal sagen, dass ich in der Ali-Gilde quasi keine leitende Funktion übernehmen werde, weil das einfach, weil ich denke, dass ich jetzt mit meinen Livestreaming-Aktivitäten nicht so gut vereinbaren kann. Ja. Möchte da relativ neutral dann am Ende bleiben. Ich werde die Gilden supporten, unterstützen und so weiter. Community-Events planen, ja, aber nicht direkt in der Gildenleitung und auch nicht in der Loot-Verteilung mitwirken. Das werden andere übernehmen. Dark Califax wird gleich noch ein bisschen was zum PvP sagen, ja, weil er da quasi die Stammgruppe leiten wird und auch da sehr viel schon vorbereitet hat. Ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, wir sind, was die die PvE-Vorbereitung von der Ali-Gilde, also von der Dorn-Gilde, angeht, noch nicht so weit wie im PvP. Ja, wir sind aktuell noch dabei, Leute zu suchen, die vor allem sich im Raid-Lead beteiligen möchten. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der da eventuell Lust drauf hätte und genau, ja, wir werden quasi auch eine Semi-Progress-Gilde, also auch keine Hardcore-Geschichte, möchten ungefähr zweimal die Woche raiden auf jeden Fall, möchten alle Bosse in Vanilla natürlich möglichst legen und werden aber, wie gesagt, nicht im Hardcore-Bereich angesiedelt sein. Und genau, also da fallen dann halt alle möglichen Dinge drunter, die man in so einer normalen Gilde halt zu tun hat. Also wir werden halt nicht mega kranke Consumables erwarten, aber so die grundlegenden Dinge erwarten wir halt schon. Dann natürlich auch einfach eine aufgeschlossene Persönlichkeit einfach, dass man irgendwie versucht, auch eine positive Atmosphäre einfach zu erschaffen. Das wollen wir den Leuten bieten, eine schöne Gilde, ein schönes Community-Feeling. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Genau. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, ihr könnt auch unten auf den Discord kommen und uns auch immer anschreiben. Ist natürlich auch unten verlinkt. Und ich würde sagen, Dark fängt einfach mal an, den PvP-Bereich ein bisschen weiter vorzustellen. Da haben wir auch viel geplant. Wir haben auch einige Leute dabei, die schon Rang 14 mal gemacht haben. Und dann würde ich sagen, Dark, übernimmst du einfach mal an der Stelle. Ja, danke für der Pfeiler. Also, bei der Gilde Dorn, also bei der Allianz, sind wir im PvP-Bereich jetzt schon ein bisschen weiter. Das liegt auch daran, dass das ganze Projekt ursprünglich mal als PvP-Gilde gedacht war. Davon sind wir zwar wieder abgerückt, aber dadurch ist das alles doch schon ein bisschen mehr PvP-lastig. Und da kann man auch ganz klar sagen, da sind wir nicht casual, da sind wir schon eher in Richtung Hardcore unterwegs. Denn Stand heute, wir sind jetzt schon 33 Leute, die in der Stammgruppe mitmachen wollen. Davon ungefähr ein Drittel ausschließlich PvP. Also der Andrang ist riesig. 4-5 Leute, die schon mal Rang 14 waren und auch wieder Rang 14 machen wollen. Also da ist schon enorm Potenzial hinter. Ja, wie sieht's aus? Was haben wir vor? Es gibt ja später 6 Phasen, wie es in WoW Classic laufen soll. Und in Phase 1, wo dann alle leveln werden, was den PvP angeht, da gibt es ja auch noch keine Ehre, das heißt, gut, wir machen halt ein paar PvP-Spaß-Events, keine ruchlosen Morde, jeder kann teilnehmen, ist also gefahrlos, irgendwo eine City zu raiden und so, da werden wir jede Menge Spaß haben. Und in Phase 2, wenn es dann wirklich losgeht, Ehre zu farmen, da werden sich dann die Leute, die ausschließlich PvP machen, schon zu kleinen Gruppen zusammenfinden, wahrscheinlich in Fünfergruppen, und dann anfangen, schon ein bisschen zu ranken. Dass wenn die Phase 3 beginnt, also die BGs aufmachen, vielleicht schon wir im Bereich sind von
zwischen Rang 6 und 8, je nachdem, wie lange die Phasen gehen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie lange es geht. Wenn es lange Phasen sind, vielleicht sogar höher, dann, ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann schon Leute auf Rang 10. Ja, und das heißt, in Phase 3, wenn dann die Worsuchschlucht und das Altraktal aufmacht, werden wir mindestens eine Stammgruppe haben, die definitiv jeden Tag spielt. Ich gehe davon aus, dass 7 Tage die Woche PvP gemacht wird. Am Wochenende werden wir sicherlich 2, vielleicht sogar 3 Stammgruppen haben. Also wenn der Andrang so weitergeht, dann ist das durchaus möglich. Und ja, Ziel ist es natürlich dann auch schon, die ersten Leute Rang 13, 14 werden zu lassen. Das ist auf jeden Fall machbar. Wie gesagt, alles natürlich nicht sicher wegen der Länge der Phasen. Wenn die jetzt ultra kurz sein werden, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Ja, ja, und in Phase 4 ist es dann ganz sicher, weil dann, wenn das Arati-Becken dann auch aufgeht, sollten dann eigentlich alle Leute ihre Wunschränge erreichen. Da ist alles dabei. Also da kann auch jeder mitmachen. Also wenn wir haben auch Leute, die sagen, ja, mir reicht Rang 8 oder 10. Ich möchte einfach nur Spaß haben im PvP. Also da haben wir jetzt auch keine Begrenzung, da wir ja, wie gesagt, mehrere Stammgruppen haben wollen. So, und ansonsten ist der Plan, dass wir halt auch gemeinsam mit der DAS-Gilde PvP-Events machen. Die eine Gilde verteidigt vielleicht ein Dorf oder eine Stadt und dann wird die angegriffen. Ja, da habe ich auch Bock drauf, ey. Genau, das wird richtig lustig. Oder vielleicht ein bisschen Arena im Schlingentorntal, dass man da in Gruppen agiert. Also da wird einiges passieren. Schiffe erobern, Ballons erobern. Da gibt es so viele Möglichkeiten, da werden wir jede Menge Spaß haben. Ja. Also wichtig wäre sicherlich noch zu erwähnen, gerade im PvP-Bereich, dass unsere Gilden untereinander ja ein Waffenstillstandsabkommen haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt bei der Allianz-Gilde Dorn spiele und ich sehe jetzt einen bei der Horde Dusk, was ja irgendwo dann meine Schwestergilde ist, dann kann ich den nicht einfach so umklatschen, denn das Waffenstillstandsabkommen besagt, dass wir untereinander so und so weit respektieren und dann letztendlich davon absehen. Wir werden auch den gleichen Wappenrock tragen, also das gleiche Zeichen, die Horde dann in Rot, die Allianz in Blau, aber ansonsten sieht man dann nicht nur an unserem Namen, dass wir uns verschonen, sondern auch gleich am Wappenrock, der trägt den gleichen Rock und das gilt auch insofern als weiße Fahne. Das heißt, trägt derjenige den Wappenrock der Gilde, heißt das für mich, oh, okay, Finger weg vom Abzug, also okay, ich spiele jetzt Jäger und somit erschieße ich den jetzt nicht, ganz cool bleiben. Trägt er den Wappenrock nicht, dann heißt es, gut, offenes Ziel, auch ich kann dann auch von meiner Schwestergilde Dusk welche zur Strecke bringen. Genau, finde ich eine ganz coole Regelung eigentlich auch. Da wollte ich auch gerade nochmal einwenden, also natürlich wollen wir die Leute nicht dazu aufrufen, irgendwie jetzt irgendwie Ali-Kuschler oder Horde-Kuschler zu werden in dem Sinne, ne? Also natürlich, es ging vor allem darum, dass einfach quasi, dass man die Mitglieder der jeweils anderen Gilde nicht einfach so killen darf, ne? Wir wollen natürlich schon auch, dass ihr PvP macht, auch andere Hordler oder Alis umklatscht, gar kein Problem. Vielleicht also nicht falsch verstehen an der Stelle, es geht nur darum, dass man quasi auch einfach, wenn man solche coolen Schlachten in der Community organisieren will, dann braucht man einfach auch Regeln vorher, damit sich die Leute auch untereinander nicht so schon den ganzen Tag die Burner einkloppen. Ja? Und das dann kann man quasi am Ende noch viel geilere PvP-Schlachten so kreieren in der offenen Welt. Ne? Und es werden halt tausende von Spielern auf diesen Servern rumrennen. Und es wird wirklich nicht so schlimm sein, wenn man da quasi eine Gilde auf der anderen Seite hat, die man eben nicht umklatscht. Ne? Ich denke mal. Was erwähnen an der Stelle. Ja, kurze Anekdote dazu. Ich würde das auch so ein bisschen wie so ein Fußballspiel betrachten. Da kommen auch die beiden Mannschaften aufs Spielfeld, geben sich gegenseitig die Hand, zollen sich Respekt und da wird sich nicht auch schon vor dem Schlachtfeld, quasi vor dem Fußballspiel, die Birne eingeschlagen. Und genau. Ich sag mal, so als Anekdote ungefähr wollen wir das bei uns halt auch haben. Es soll halt einfach ein gemeinsames Zusammenspiel sein und kein gegnerisches Bekriegen. Natürlich, klar, es wird sicherlich Situationen geben, wo man vielleicht das eine oder andere mal diskutieren muss, aber dafür sind wir einfach, glaube ich, stark genug, auch von den Charakteren und Persönlichkeiten, dass wir da keine großen Diskrepanzen wiederfinden werden. Ja. Gut, dann nochmal danke an jeden, der sich hier beteiligt hat und die jeweiligen Fraktionen, Gilden und so weiter vorgestellt hat. Nochmal ein Danke in die Runde an der Stelle, ja? Gerne. Gerne.
Genau, dann wie gesagt, also die das Gilden-Discord ist unten verlinkt und auch das Bewerbungsschreiben für die Horden-Gilde ist unten verlinkt. Kommt einfach auf unseren Discord, fragt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt euch dann vor, dass alles erklärt. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wenn ihr bei unseren Gilden mitmachen wollt. Und ich würde sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Video.